sind wir eigentlich schon früh ins Schloss gefahren, nach Baden-Baden. War schon eine eindrückliche Location und wir haben ja schon gewusst, dass da einiges auf uns zukommt, weil wir waren es uns gewohnt vom letzten Jahr oder vor 2 Jahren vom Hackertanz. Wir sind alle eingekleidet mit unserer Gladiatorenkleidung, Rüstung angehabt, die zunächst erstmal gar nicht so schwer gewirkt hat, wie sie dann nach 12 Stunden Rädern war. Dann ging es zum Dreh und wir sind dann in den Kerker reingelaufen, wo schon die Fackeln gebrannt haben und war den ganzen Tag dann schlechte Luft auf jeden Fall da drin. Das hat es natürlich anstrengender gemacht, dazu noch die Rüstung, die ein paar von uns anhatten. Das hat auch noch ein bisschen schwerer das Ganze gemacht. Dieser Schmerz ging dann auch mit der Zeit dann vorbei, man hat sich daran gewöhnt und dann ging es los. Wir haben uns bereit gemacht, wurden instruiert von der Crew und vom Regisseur. Der Dreh an sich war klar sehr anstrengend, die ganze Zeit das Feuer mit dabei zu haben. Die Produktion des neuen Löwen-Trailers war erheblich aufwendiger als die des letzten Trailers, wo wir den Haka gedreht haben. Diesmal haben wir die Fans mit eingebunden, aufwendige Kostümierung und Kulissenbau durchgeführt. Unser Team unter der Leitung unseres Regisseurs Amal Madavi hat mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft an diesem Projekt gearbeitet. Und eins kann man jetzt schon sagen, dieser große Aufwand hat sich gelohnt. Es war ein aufwendiges Projekt wie schon vor 2 Jahren, der Haka-Trailer. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich hoffe, die Fans freuen sich auch schon drauf. Dass natürlich am Ende noch so viele Fans dazukommen, gibt uns auch ein gutes Gefühl, weil hat sich schon ein bisschen so entwickelt, dass die Rheinecker Löwen eine Familie geworden sind, dass die Region auch hinter uns und dem Verein steht. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass wenn Fans, ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren, an einem freien Montag oder an einem Montag da hochfahren in die Burg und um uns auch da im Trailer zu unterstützen, das gibt schon jedem Spieler auch ein gutes Gefühl und zeigt auch, dass wir uns als Verein in die richtige Richtung bewegt haben. Dass Fans kommen sollen, weil da bei Facebook ein kleiner Post vorher war, dass eben Fans kommen können und sich anmelden dürfen, aber dass es natürlich dann so viele, ich glaube an die 150 waren es dann am Ende werden, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und waren davon wirklich brutal beeindruckt und das hat uns, glaube ich, alle sehr gefreut, als wir dann da hochgekommen sind.